Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Social Media A-Team. Heute unser achter Termin und wir werden uns mit einem weiteren, wenn Sie so möchten, ja, Baselstück klingt fast ein wenig zu klein, mit einem weiteren wesentlichen bzw. mittlerweile wesentlichen Bestandteil der Verbreitung von Informationen über Social Media befassen, nämlich mit dem Thema Influencer Marketing. Wir hatten im Laufe des Semesters ja bereits Einheiten über ähm, die organische, die sogenannte organische Verbreitung von Content über Social-Media-Plattformen, also das Thema Algorithmen, nach welchen Kriterien bewerten die einzelnen Plattformen die Relevanz von Inhalten, welche Signale, also konkret Social-Signals, nutzen sie, um diese Inhalte an idealerweise hoffentlich interessierte Nutzerinnen zu verteilen. Das ist sozusagen ähm, der Algorithmisch gesteuerte Bereich. Zum Zweiten gibt es die bezahlte Werbung oder ähm, Paid Social Media, auch ein gängiger Name dafür. Also kurz gesagt sämtliche Formen von Werbekampagnen, die natürlich auf Social Media Plattformen in sehr, sehr unterschiedlichen Flavors daherkommen. Von der äh, Pre-Roll und Unterbrecherwerbung auf YouTube bis zu diversen Werbebotschaften direkt in den einzelnen Newsfeeds. Diese Social Media Ads oder diese Social Media Campaigns werden in der Regel über Self-Service-Systeme, ähm, über sogenannte Ad-Manager selbst verwaltet. Die, äh, der große Vorteil für die, Werbe also für die, für die äh, Unternehmen, die diese Art von Werbung schalten, besteht darin, dass sie je nach Social-Media-Plattform mehr oder weniger genau targeten können. Ich habe es Ihnen in der letzten Einheit grundlegend gezeigt, wie eine solche Kampagne aufgebaut ist. Das heißt, die Daten, die demografischen Daten oder die sonstigen Interessen, auf äh, die man hier targeten kann, die hängen natürlich von der jeweiligen Plattform ab. Im Meta-Universum sind das in erster Linie Interessen, die sich aus der Benutzung von Facebook ergeben. Wenn Sie eine Zeit lang Facebook oder Instagram verwenden, dann wissen die Betreiber natürlich relativ genau, für welche Themen sie sich interessieren. Und ähm, diese Daten werden dann, wenn Sie so wollen, anonymisiert. Darum ging es ja auch oder da, in der... Befragung von Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress, also nicht auf personalisierter Ebene, sondern die Werbetreibenden sagen dann eben, ich möchte sämtliche Personen in der Steuermarkt erreichen, die sich für das Thema Skifahren interessieren und die bekommen dann ihre Werbung angezeigt. Im Fall von LinkedIn sind grundsätzlich Werbeanzeigen deutlich teurer, was vor allem damit zu tun hat, dass es sich um eine Business-Plattform handelt und dass hier das Targeting primär auf die tatsächlich echten Lebenslaufdaten basiert. Die Datenqualität bei LinkedIn ist recht hoch, weil natürlich der Großteil der Nutzerinnen diese Daten auch für ihre Lebensläufe nutzt. Twitter hat ein ähnliches System und so können sie eben ihre Werbung schalten. Neben diesen zwei Bereichen, organische Verbreitung und bezahlte Werbung nach bestimmten Targeting-Kriterien, wurde in den letzten Jahren Influencer-Marketing immer wichtiger und das ist strukturell tatsächlich eine sehr Eigene, man könnte auch sagen eigenständige Werbeform. Und, äh, wenn man es ganz simpel definieren möchte, dann geht es im Influencer-Marketing letztendlich darum, dass sich Werbetreibende, Unternehmen, Brands, Marken in bestehende Kanäle einkaufen, sozusagen, um dort ihre Produkte zu präsentieren. Dazu braucht es mehrere ähm, ja, äh, mehrere äh, Ingredienzien, sozusagen. Zum einen sind für Unternehmen natürlich Channels, Personen, ob es sich jetzt um einen YouTube-Channel oder einen populären Instagram-Account handelt, interessant, die bereits über eine aktive, große Community, in vielen Fällen auch mit einem bestimmten, definierten Themeninteresse verfügen. Wenn Sie einen Instagram- oder YouTube-Fitness-Channel betreiben, wo Sie regelmäßig Videos veröffentlichen, äh, beispielsweise wie, wie Pamela Reif, dann ist es natürlich ausgesprochen naheliegend, dass der überwiegende Großteil ihrer regelmäßigen Abonnentinnen an dem Thema Fitness interessiert ist. Und dann wird es natürlich auch für Anbieter, die Produkte aus diesem Segment verkaufen, Hausnummer, eine, eine Yogamatte oder bestimmte Sporternährungsprodukte, whatever, dann wird natürlich die Affinität zu dieser bestehenden Zielgruppe hier größer sein. Das ist der eine Punkt. Jetzt könnte man natürlich sagen. Finanzielle Gesichtspunkte spielen eine Rolle. Wenn wir es mal ganz simpel, abstrakt unterbrechen, sagen wir mal, ein Unternehmen, das besagte Yogamatten herstellt, hat ein bestimmtes Werbebudget von 10.000 Euro für Online-Werbekampagnen. Dann ist natürlich aus der Sicht des Werbetreibenden, aus der Sicht des Unternehmens erstmal die Frage relevant, wo erreichen wir unsere Zielgruppe und was kostet uns dort mit meinem eben vergleichbare Parameter her, was kostet uns dort 1000 Personen zu erreichen? Wenn dieses Unternehmen nun eine Facebook-Kampagne, Facebook-Werbung schalten würde, dann können Sie beispielsweise auf das Interesse, Fitness oder in dem Fall vielleicht Yoga targeten. Und Facebook wird Ihnen dann einen bestimmten Preis für diese Werbeanzeige anbieten. Das sind keine Fixpreise, habe ich auch letztes Mal erwähnt, sondern das ist ein Gebotssystem. Also sprich, je mehr andere Unternehmen ebenfalls die an Yoga interessierte Zielgruppe erreichen möchten, desto teurer wird es für alle Beteiligten sozusagen. Die zweite Möglichkeit wäre jetzt, dass unser hypothetisches Unternehmen recherchiert und mal beginnt zu suchen, welche großen, populären Yoga- oder Fitnesskanäle gibt es bereits und dann sozusagen vergleicht, was verlangen die für einen... Beispielsweise gesponserten Beitrag. Was verlangen die dafür, dass sie unsere yoga in ihren videos herzeigen? Und wie ist dann die Vergleichbarkeit der Preise? Und tatsächlich in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass dort, wo es um professionelle Influencer, um große Channels geht, da gleichen sich die Werbepreise, egal was man jetzt hernimmt, den Klickpreis oder den Tausender-Kontaktpreis, der im Influencer-Marketing oft wichtig ist, immer mehr an. Allerdings ist Preis natürlich nicht der einzige Faktor, sondern Wirtschaftlich ausgedrückt kommt dann noch ein, ein, ein anderer wesentlicher Kennwert ins Spiel, nämlich der sogenannte ROI oder Return of Invest. Wenn ich für Facebook-Werbung den Betrag X ausgebe versus für Influencer-Marketing, was bringt mir letztendlich mehr Sichtbarkeit, mehr Verkäufe? Und dahinter steht ein Faktor, der meiner Ansicht nach natürlich im sozusagen Kernattraktivität des Genres, wenn man so bezeichnen kann, Influencer Marketing bildet, nämlich Vertrauen. Sie wissen ja, wenn wir Verkaufsentscheidungen treffen, und das ist vermutlich auch etwas, das jeder von Ihnen aus dem eigenen Leben kennt, dann besorgen wir uns Informationen und da spielen unterschiedliche Quellen eine Rolle. Wie sehr wir einer Quelle vertrauen, hat gravierenden Einfluss darauf, wie sehr wir uns von dieser jeweiligen Quelle in unseren Konsum, in unseren Einkaufsentscheidungen beeinflussen lassen. Ich habe es im Laufe des Semesters schon einige Male erwähnt, Social Media ist grundsätzlich ein kommunikatives Umfeld, in dem Unternehmen und Personen agieren und auch ja, je nach Netzwerk einige Bots. Aber tatsächlich der Fokus der Kommunikation liegt auf People-to-People. Ähm, egal in welchem Net Netzwerk sie sich umschauen. Es gibt natürlich einige Brands, die erfolgreiche Social-Media-Kommunikation betreiben, aber der Großteil der Kommunikation, der Großteil des Dialogs findet zwischen Personen statt. Ähm, sehr simplifiziert gesagt, sind wir an Personen mehr interessiert als an Brands und bauen natürlich auch wesentlich leichter Vertrauen zu Personen auf. Das ist auch eines der Themen, wo wir ja sehr, sehr deutliche Unterschiede derzeit sehen zwischen drei verschiedenen Generationen, unterschiedlich aufgewachsen mit, mit Medien. Je äh, jünger die Rezipienten, desto höher der Anteil an, an konsumierten Inhalten von Influencern. Je älter, desto weniger, nicht keine Rolle, aber desto relativ weniger Rolle spielt dieser Bereich. Gesellschaft entwickelt sich natürlich weiter. Die derzeitigen Millennials werden irgendwann älter und es sieht nicht so aus, als ob in den nächsten Jahren oder vielleicht mit der nächsten Generation, ich weiß gar nicht, gibt es da überhaupt schon eine Generationsbezeichnung dafür, sieht nicht so aus, als ob Influencer-Marketing an äh, Relevanz einbüßen würde. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, mit Gewöhnung. Und wenn Sie sich äh, erinnern oder auch mal ein paar historische Studien betreiben, in der Blütezeit des äh, TV-Advertising, Fernsehwerbung spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle, war eine Strategie, die viele Unternehmen gerne eingesetzt haben, uh, Testimonials zu nutzen. Und wenn Sie sowohl, oder vielleicht Testimonials in zwei Kategorien, entweder man nimmt einen sehr bekannten Prominenten her, ein Beispiel dafür wäre etwa George Clooney, der jetzt glaube ich doch schon mittlerweile seit Einigen Jährchen ähm, Kaffeeprodukte im Fernsehen bewirbt oder, und auch das ist ein Ansatz, den viele Unternehmen wählten, sie schaffen eine fiktive Person. Einen Zahnpastahersteller, der hat äh, jahrelang, ich muss, ich muss zugeben, ich bin nicht so am Laufenden mit aktueller Fernsehwerbung, weil ich äh, selten ähm, Fernseh schaue. Aber ich glaube, die Werbung gibt es schon längere Zeit nicht mehr, aber. Da gab es den fiktiven Zahnarzt Dr. Best, der in den Werbeclips eben in seiner fiktiven Zahnarztpraxis, in seinem weißen Zahnarztmantel stand und ihm erklärt hat, dass diese Zahnpasta oder Zahnbürste die beste ist. Ein anderes Beispiel wäre Captain Iglo, der seinen äh, seine Stäbchenfisch dort verkauft. Die Person hat sich auch im Laufe der Zeit mehrmals geändert. Früher mal war das ein äh, bärtiger, weißbärtiger, alter Seebär. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein, ein jüngerer Herr aber natürlich Schauspieler das sind nicht Personen die auf dem offenen Meer unterwegs sind um dort für uns aus der Karibik die fertig panierten Fischstäbchen aus dem Meer zu ziehen das sind fiktive Personen ich möchte mal behaupten dass diese Etablierung solcher Werbepersonas ein wenngleich schwacher Vorgeschmack auf Influencer Marketing war Und natürlich Gerade im Fall von Dr. Best oder von fiktiven Ärzten nutzt man das grundsätzliche Vertrauen, das die meisten Personen medizinischem Fachpersonal entgegenbringen und zeigt das eben in der Werbung. Im Fall von Captain Igloo werden da auch diverse Seefahrerromantik-Klischees bedient und das funktioniert auf einer oberflächlichen Ebene. Aber natürlich weiß jeder Zuseher, weiß jede Zuseherin, die da ein bisschen drüber nachdenken, dass es sich um fiktive Personen handelt. Das Ganze bekommt tatsächlich eine andere Wertigkeit, wenn die handelnden Proponenten eben keine fiktiven, sondern echte Personen bzw. anerkannte Expertinnen in ihrem Feld sind. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch schon mal eine Folge von Seven vs. Wild gesehen. Das ist ein typisches Format, entwickelt von einem deutschen Influencer, Bushcrafter, Out Outdoor-Freak, -Äh -Äh Abenteurer. Wird gesponsert von mehreren Marken und solche Influencer entstehen ja nicht aus dem Nichts. Ein Dr. Best oder ein, ein, ein äh, Captain Igloo wird von einer Werbeabteilung konzipiert, könnte man sagen, oder eine Familie Lutz und dann eben auf das, ähm, Fernsehpublikum werden sie Publikum losgelassen. Ein Influencer, der einen YouTube-Channel aufbaut, äh, ob es jetzt um Seven vs. Wild geht oder um Mr. Beast und gleich, gleich mal den Größten zu zitieren. Das braucht natürlich sehr viel Aufbauarbeit, und im Lauf dieser Aufbauarbeit scharen, könnte man sagen, erfolgreiche Influencerinnen eine interessierte Community um sich und werden dann interessant als Werbepartnerinnen. Nicht im Sinne von Captain Eagle, sondern als Personen, denen ihre Community, denen ihre Stammseherinnen in ihrem genuinen Bereich relativ hohe Kompetenz zutrauen. Und natürlich Überschneidet sich Influencer-Marketing sehr, sehr stark mit Content-Marketing. Kein Influencer auf der ganzen Welt kann auf seinem Instagram-Account, auf seinem YouTube-Channel ausschließlich Werbeclips posten. Sie brauchen Inhalte, die sozusagen ihre Kompetenz, ihre Expertise, sei es jetzt in einem geschäftlichen Bereich, sei es im Bushcrafting oder Outdoor-Bereich, unterstreichen. Und die sozusagen für diesen Vertrauensaufbau sorgen. Das ist so der ganz grundlegende Mechanismus. Und bevor wir hier etwas mehr in die Details gehen, möchte ich Ihnen noch eine äh, kleine Anekdote aus meiner persönlichen Biografie erzählen. Ich bin ja schon eine Weile im Internet unterwegs und habe vor der Social-Media-Zeit, als in den, ich will mal sagen, in den Boomjahren der Blogosphäre, ein Begriff, den man heute nur mal selten verwendet, also die Boomzeit der Weblogs, Vorläufer von Social-Media, ich würde mal meinen, das war so 2003 bis, bis 2008 in etwa, da habe ich einen Blog geschrieben, wie halt häufiger, wenn man früh dran ist, ähm, kriegt das dann eine gewisse Bekanntheit. Und das war die Zeit, in der sich so die ersten Influencer, unter Anführungszeichen, ohne dass dieser Name dafür üblich war, ähm, Kampagnen in dem Bereich entwickelten. Und zwar in der Art und Weise, dass Unternehmen, gab es einen Schweizer Anbieter namens Trigami, mittlerweile schon längst äh, nicht mehr existent, da konnten Unternehmen eben ihre Produkte entweder Bloggern zur Verfügung stellen oder die Produkte zur Verfügung stellen und zusätzlich etwas bezahlen. Und dafür gab es dann Testberichte. Ich war, weil mein Blog eben eine gewisse Popularität genoss, unter, unter den ersten Trigami-Kunden sozusagen auf, auf Seitenbetreiber-Seite. Und das war ja gerade im deutschsprachigen Bereich ein, ein sehr wenig entwickelter Markt. Und für so einen Testbericht gab es damals. Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas zwischen 100 und, und 150 Euro so um den Dreh rum oder eben das jeweilige Produkt. Und äh, es ging sich durchaus aus, dass ich mir da im, im Jahr so einen Urlaub finanziert habe. Davon leben zu können, äh, keine Rede. Wie gesagt, das war ja auch ganz der Beginn davon. Interessant, und das ist der Grund, warum ich es erwähne, war, dass von Anfang an natürlich die Diskussion mitschwang, wie soll man mit dieser Form der Werbung umgehen in Sachen Kennzeichnung. Das ist ja ein großes Thema. Grundsätzlich, wenn sie Social-Media-Inhalte von Personen konsumieren, gehen sie ja nicht davon aus, dass die mit einem, ich sage mal, wirtschaftlichen Background handeln. Und das Thema Kennzeichnungspflicht begleitete die ganze Diskussion von Beginn an. In den frühen Jahren des Influencer-Marketings war es auch tatsächlich so, dass einige Unternehmen ganz explizit darauf bestanden, die bezahlten Inhalte nicht als solche zu kennzeichnen. In der Hoffnung sozusagen, dass die Werbung auch besser funktioniert, wenn die Personen nicht ähm, wissen, dass es sich um bezahlte Inhalte handelt. Sehr, sehr intransparent. Mittlerweile hat es sich zum Glück durchaus etabliert nach etlichen juristischen Auseinandersetzungen und, und äh, Streitigkeiten von äh, Influencerinnen Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern mit Gerichten. Ist mittlerweile eigentlich sozusagen der Status quo. Kennzeichnungspflicht ist absolut notwendig. Natürlich gibt es auch hier eine Parallele zum klassischen Mediensystem. Die Grundlage für diese Kennzeichnungspflicht ist im Wesentlichen das Mediengesetz. Es geht darum, wenn Sie redaktionelle Inhalte veröffentlichen und daraus einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen, dann muss das eben als Werbung gekennzeichnet werden. Jetzt gibt es natürlich viele ähm, Medien, sei es im Printbereich oder sonstigen Genres die das nicht ganz so genau nehmen und Sie kennen wahrscheinlich, wenn Sie selbst aufmerksamer Medienbeobachter, aufmerksamer Medienbeobachterin sind, so die Klassiker, man blättert ein Magazin durch und auf der rechten Seite ist eine ganzseitige Werbung für ein Produkt und gleich links daneben oder ein, zwei Seiten vorher oder nachher ein ausführlicher redaktioneller Testbericht. Kann Zufall sein, kann aber auch natürlich und ist auch in vielen Fällen sozusagen Teil eines. In formellen Deals. Auch das kommt im Influencer-Bereich nach wie vor vor, aber wie gesagt, die ähm, rechtlich und letztendlich auch medienethisch einwandfreie Art oder einzig akzeptable Art, Influencer-Kampagnen abzuwickeln, besteht natürlich darin, diese Inhalte zu kennzeichnen. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, gibt es eine ganz ausgezeichnete Informationsquelle dazu, nämlich den österreichischen PR- und Ethikrat, in dem auch Sabine Einwiller, von unserem Institut beteiligt ist der PR und Ethikrat, ich werde es Ihnen dann verlinken, hat eine eigene Webseite. Ähm, wie der Name schon sagt, geht es da generell um, um Ethik im Public Relations Bereich. Aber es gibt eben auch einen speziellen Menüpunkt hier im Bereich Richtlinien und Kodizes. finden Sie diverse Leitfäden, auch KI mittlerweile, so ethischer Einsatz von KI. Und unter anderem gibt es hier den Influencerinnen-Leitfaden. Und der Grund, warum ich Ihnen das herzeige, ist, aus Produzentensicht, das Bild mal etwas größer, ist die Frage sozusagen, wann bin ich Influencer, wann bin ich kommerzieller Influencer, wann wird diese Kennzeichnungspflicht für mich tatsächlich relevant? Da hat der Bär und Ethikrat eine schöne äh, Entscheidungsgrafik dazu konstruiert. Können Sie nachher auch gerne natürlich in, in Ruhe ansehen. Aber der Punkt ist sozusagen, sobald man irgendeinen, sobald man nur privat kommuniziert, aus persönlichem Interesse, ähm, ist das kein Thema, aber sobald man irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil sieht und das muss keine Bezahlung sein, da reicht es auch schon, wenn man kostenlos Testprodukte und interessanterweise haben die Gerichte da in den letzten Jahren entschieden, da geht es jetzt tatsächlich nicht darum, wie äh, wertvoll das Testprodukt ist. Also eine Kosmetikprobe würde wohl nicht runterfallen, eine keine Ahnung Hautcreme um, um 10 Euro bereits schon. Sobald sie irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil haben, sei es Geld oder Sachleistungen, muss das eben gekennzeichnet werden. So viel quasi zum grundlegenden Setup. Eine Überlegung, ich habe Ihnen diesen Fundle auch, ich habe diesen Fundle im Laufe des Semesters auch schon mehrmals angesprochen. Wenn wir überlegen, wie wir Online-Kampagnen konzipieren oder wie wir unsere Online-Kommunikation überhaupt strukturieren, dann ist dieser Marketing Fundle, und Sie sehen hier der Titel, Old Marketing Fundle, ein hilfreiches strategisches Instrument. Wenn es darum geht, Kaufentscheidungen potenzieller Kundinnen zu beeinflussen, jemanden äh, dazu zu bringen, dass er beispielsweise ein Festival im Sommer besucht. Und dann gibt es da unterschiedliche Stages. Das erste, die erste Phase, die sogenannte Awareness. Das bedeutet, die potenziellen Kundinnen müssen erstmal erfahren, dass das Produkt überhaupt existiert. Findet ein, ein, ein äh, großartiges Festival, irgendwo im Waldviertelstadt, sie wissen nichts davon und werden sie es wohl auch nicht besuchen. Wenn Personen von einem Produkt, von einem Service, von einem Festival wissen, dann ist die zweite Phase Interest sozusagen. Was fällt da rein? Ähm, erste Information, das Festival findet statt. Interest-Phase wäre typischerweise, wer spielt dort? Wie sieht die Location aus? Wie schaut's aus mit Campingmöglichkeiten und so weiter? Das ist genau auch die Phase, in der äh, viele Nutzerinnen dann beginnen, selbst aktiv zu recherchieren, vielleicht auch, wenn das Festival nicht das erste Mal stattfindet, vielleicht auch auf YouTube zu schauen. Gibt es Videos oder vielleicht sogar Reviews vom letzten Jahr? Wie war das dann so? Und je nachdem, wie das Ergebnis dieser Recherche ausfällt, gehen Personen dann in die sogenannte Desire-Phase über. Also die Abkürzung dafür lautet ja IDA. Also ja, ich würde da eigentlich schon gerne hinfahren. Und dann ist sozusagen noch die Frage, was ist der entscheidende Impuls, um dann die Festivalkarte zu kaufen und sich den Tag im Kalender einzutragen. Sie sehen hier in dieser Grafik, die ist oben breiter und geht dann nach unten schmal zusammen, wird häufig auch bezeichnet als Marketing-Trichter auf Deutsch. Fandl heißt ja auch Trichter, aber äh, klingt, klingt irgendwie fachlicher. Der Punkt ist, Sie verlieren im Normalfall in jedem dieser... Stages einen bestimmten Teil ihrer Nutzerinnen. Eine Menge Leute erfahren, das Festival findet statt, wird nicht alle sofort dazu bringen zu recherchieren und zu schauen, wer spielt dort. Ähm, manch einer fährt vielleicht gar nicht auf Festivals oder hat seine, seine äh, diesbezüglichen Aktivitäten für den kommenden Sommer bereits fix geplant. Ein Teil wird sich interessieren. Die beginnen dann zu recherchieren, sehen vielleicht, boah, da spielen ja nur lauter Hip-Hop-Bands, ich mag aber nur Metal. Die springen dann da ab, da sagen, oh, endlich ein Festival mit nur Hip-Hop-Bands, großartig, genau meins. Und ein Teil von denen kauft dann letztendlich. Dieser Prozess, dieser sogenannte AIDA-Fundle, Attention, Interest, äh, Entschuldigung, Awareness, Interest, Desire, Action, der ist nichts Neues. Ich weiß nicht das genaue Jahr. Ich glaube, uh, Ogilvy war an der, an der Publikation beteiligt. Aber das war irgendwann in den 70er Jahren. Und das genau dasselbe Prinzip haben sie natürlich bei klassischer Werbung auch. Und im Online-Bereich. Aber, und deswegen hier auch das Wort Old im Titel, spezifisch im Online- und Social-Media-Bereich wird aus dieser Buyer-Journey oder aus diesem marketing sehr häufig ein Loop. Beziehungsweise ein äh, iterativer Prozess. Natürlich beginnt es mit der Awareness. Wie gesagt, es wird sehr, sehr schwierig sein, eine Karte zu einem Festival zu verkaufen, wenn niemand vom potenziellen Publikum überhaupt weiß, dass dieses Festival denn stattfindet. <laughs> Zweite Phase: Consideration oder Interest, ist im Prinzip genau dasselbe damit gemeint. Beziehungsweise, korrekterweise müsste man sagen, hier diese Consideration-Phase, die fasst eigentlich Interest und Desire zusammen. Das sieht man auch hier in dieser typischen Online-Darstellung, Research and Discovery Loop, genau das, was ich vorhin gemeint habe. Sie gehen vielleicht auf YouTube oder suchen in Google, ob es irgendwelche Medien vom letzten Jahr gibt, Sie schauen sich das dann an. Und da kommen dann auch verschiedene Touchpoints wieder ins Spiel. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen auf YouTube nach dem Namen des Festivals zu suchen und zu finden da diverse Videos, vielleicht Videos von Besuchern und ähm, ein Review eines bekannten Musikinfluencers über das Festival. Wird jetzt die Frage sein, auf welches Video klicke ich? Kennen Sie diese Person? Vertrauen Sie vielleicht seiner Meinung in Sachen Festivals, weil Sie bereits andere Videos von ihm gesehen haben? Also bereits hier in diesem Awareness und auch in diesem Research und Discovery Loop spielen nicht nur organische werbliche, sondern auch Influencer-Inhalte eine große Rolle. Dann geht's in die Purchase-Phase. Das wäre sozusagen die Action im klassischen AIDA-Modell. Aber im Online-Verhandel endet das Ganze natürlich nicht hier, sondern es geht weiter zur sogenannten Post-Purchase-Experience. Was ist eine Post-Purchase-Experience? Ähm, nun beispielsweise implementiert in Form von Reviews auf sehr sehr vielen Services. Denken Sie an Amazon oder etliche andere Online-Shops. Viele Händler versuchen, ihre Kunden dann dazu auch zu bewegen oder seien es Ärzte bei medizinischen Bewertungsplattformen, ähm, eine Bewertung zu schreiben. Natürlich idealerweise eine positive, um sozusagen ihre ähm, positive Erfahrung mit diesem Produkt, mit diesem Service wiederum mit anderen Kundinnen zu teilen. Hier bezeichnet als Loyalty-Loop. Und die interessante Sache ist, und fehlt eigentlich in dieser Grafik noch ein Pfeil, solche, ähm, Veröffentlichten Post-Purchase-Experiences können dann natürlich wiederum Awareness generieren. Sie schreiben irgendwo auf Instagram, wie gut es Ihnen gefallen hat auf diesem Festival. Im nächsten Jahr beginnen wieder Leute zu recherchieren und finden ihren Beitrag. Das ist hier gemeint mit diesem Loop-Setup. Und mein Punkt ist Influencer-Marketing, weil es oft falsch verstanden wird. Da geht es tatsächlich nicht nur um die Reichweite. Also jetzt, wenn ich meine besagte Yogamatte an den Mann oder an die Frau bringen möchte, mir Kanäle mit möglichst viel Reichweite zu suchen und dann äh, dort eben quasi zu schauen, ist es billiger, ist es teurer, als dieselbe Anzahl von Personen im Fernsehen zu erreichen, sondern tatsächlich die existierende, wenn Sie so wollen, Credibility dieser Influencer auszunutzen, um an unterschiedlichen Touchpoints entlang der Buyer Journey oder der Kundenreise eben möglichst viele positive Impressionen zu generieren, könnte man sagen. Weil Influencer-Marketing sehr, sehr gut funktioniert, ist es in den letzten Jahren immer relevanter geworden. Das lässt sich an, an mehreren Kriterien ablesen. In erster Linie natürlich ist eine interessante Frage, wie viel Prozent ihres Budgets geben Unternehmen für Influencer-Marketing aus. Ich habe da leider keine aktuellen europäischen Zahlen finden können. Die aktuellsten Zahlen aus den USA sind von äh, 19 von 2022, ähm, da sagten befragte Unternehmen, das war allerdings ausschließlich der Consumer-Bereich, dass sie 10 bis 20 Prozent, das ist auch sehr abhängig von der Branche, im Lifestyle-Mode-Sportbereich höher, äh, ihres Online-Marketing-Budgets für Influencer-Kampagnen ausgeben. So also ein Zehntel bis ein Fünftel, das ist schon ganz ein Spiel und wir können wohl davon ausgehen, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren auch noch anwachsen wird. Wenn wir von Influencern sprechen, dann denken wir natürlich immer an die großen Channels. Tatsächlich unterscheidet man in der Systematik des Influencer-Marketings zwischen ähm, drei Gruppen oder eigentlich vier Gruppen. Da wäre zum einen die Nano-Influencers, so Personen mit einer Followerschaft von maximal 1000, also wirklich relativ kleine und überschaubare Accounts, aber dafür in der Regel mit einem sehr, sehr spezifischen Thema und was auch eben solche Accounts oder solche Accountbetreiber mit relativ kleinen Communities attraktiv machen kann, mit einer aktiven Community. Die zweite Gruppe wären die Mikro-Influencer, typischerweise Größenordnung von 1000 bis 100.000 Followern. Auch die natürlich normalerweise äh, inhaltlich sehr, sehr spezifisch. Ein Freund und Kollege von mir ist im, im Marketingbereich bei einer Elektronikfirma. Die stellen diverse Elektronikbauteile her, aber unter anderem äh, bauen die auch so Chipsteuerungen, diese Chips, die in allen möglichen Motoren drin sitzen und eben den Motor elektronisch, die, die äh, der Benzinmotor elektronisch regeln oder bei E-Fahrzeugen, die eben die Steuerung des Elektromotors übernehmen. Und das ist jetzt wirklich kein Thema, das besonders leicht darzustellen ist. Zum einen auch, wenn die meisten von uns regelmäßig äh, eigene oder öffentliche Fahrzeuge benutzen, selbst wenn sie sich für das Thema Fahrzeuge interessieren, diese Chips sind irgendwo im Motor verbaut, man sieht die nicht, die sehen relativ unspektakulär aus. Das ist so ein kleine, kleines schwarzes IC, uh, integrated circuit wie alle anderen. Natürlich für, für ähm, Programmierer, für Motorfreaks machen die einen großen Unterschied. Mein Kollege kooperiert seit Jahren mit dem eigentlich einzigen YouTube-Channel-Betreiber weltweit, der einen Channel betreibt, in dem es ausschließlich um solche Motorsteuerungschips geht. Die Community ist überschaubar. Der würde genau in diesen Bereich der Micro-Influencer reinfallen. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hatte der, glaub, 60.000 Follower, 60, 70.000 70 Follower. Also eine durchaus überschaubare Zahl. Aber das Interessante ist natürlich, dass so ziemlich jeder sowohl Personen, die tatsächlich in der Automobilindustrie in der Entwicklung dieser Chips arbeiten, als auch generell interessierte Autonerds, ganz genau, ganz genau, ähm, einen Blick auf diesen Channel werfen. Könnt ihr also sagen, das sind zwar unter Anführungszeichen nur 70.000 Personen, aber von den online aktiven Personen, die sich für dieses Thema interessieren, konsumieren eben die meisten, kann man in dem Fall wirklich ohne Übertreibung sagen, seinen Channel. Das heißt, das ist wirklich genau die Kernzielgruppe, die man auf anderem Weg auch kaum erreichen könnte. Natürlich gibt es Motor, Auto, Fachmagazine, aber da sind wirklich, es gibt kein Magazin für Motorchips, dazu ist das Thema zu spezifisch. Dafür können, wie gesagt, Micro-Influencer sehr, sehr interessant sein. Und dann gibt es noch die Makro-Influencer-Kategorie. Irgendwo zwischen 100.000 und einer Million Follower. Typischerweise haben die ein etwas breiteres Interessefeld und eine durchaus breiter und nicht äh, thematisch so genau eingegrenzte Audience. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist mit den Accounts mit über einer Million Followern, da gibt es ja auch nicht so äh, wenige davon. Und die bezeichnet man in der Regel als Mega-Influencer und auch da gibt es wiederum zwei Kategorien. Die Personen, die ihren ähm, Fame, ihre, ihre Berühmtheit bereits a priori auf Social Media Plattformen mitbringen. Stars, ja, Arnold Schwarzenegger wurde nicht durch Social Media berühmt. Wenn jemand bereits so bekannt ist, das gilt natürlich äquivalent genauso für viele äh, oder eigentlich für, für alle wirklich äh, Prominenten, Künstler, Politiker, Sportler und so weiter. Da tut man sich auch wesentlich leichter, weil das Interesse bereits besteht, eine große Followerschaft auf Social Media zu versammeln. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch viele Beispiele, die eben nicht als Celebrities begonnen haben, sondern sich ihre Reichweite hier aufgebaut haben. Ähm, diese Mega-Influencer haben häufig... Von der strukturellen Einrichtung her ja, ähnlichkeit mit, mit klassischen Medienchannels. Sehr viele von denen werden auch im Gegensatz zu den meisten anderen nicht oder nicht nur von den ähm, Personen selbst betreut, sondern da stehen auch häufig Agenturen, Infrastrukturen oder ganze Unternehmen dahinter, wie etwa im Falle von Mr. Beast. Im Jahr 2022 betrug das gesamte Werbespending der USA, in den USA für Influencer-Marketing knapp 17 Milliarden Dollar, wuchs im Jahr 2023 dann auf knapp über 20 Milliarden Dollar an. Also auch hier ein, ein starker quantitativer Anstieg. Vor kurzem gab es eine Befragung von Hubspot und der Marketern, diese große Datenbank, und da, sagten, äh, da sagte einer von vier Marketingverantwortlichen, dass er aktuell Influencer Kampagnen oder sie aktuell Influencer Kampagnen fährt. Also drei Viertel machen das nur sporadisch. Auf der anderen Seite 72 Prozent aller Gen Z und äh, Millennials folgen einem oder in der Regel auch mehreren Influencern auf Social Media und 89 Prozent dieser 25 dieses Viertels an Marketern, die sagen sie machen jetzt schon Influencer Marketing. 89%, Prozent, also die, die überwältigende Mehrheit von denen sagt, sie werden auch in den nächsten Jahren ihre Investments in diesem Bereich eher erhöhen, weil eben der Return of Invest im Vergleich zu traditionellen Online-Kampagnen relativ gut funktioniert. Ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Kampagnen. Wie gesagt, da spielt immer der Fundel eine Rolle. Suchen Sie sich einen Influencer, der mal erklärt, hey, es gibt diese neue Yogamatte. Gibt es die Yogamatte schon länger und Sie suchen einen Influencer, der einen ausführlichen Test macht? Und das muss ich immer wieder darauf zurückkommen. Das hat natürlich genau damit zu tun. Gibt's, die Yogamatte gibt es, da befinden wir uns hier. Ein typisches YouTube-Testvideo, ein In-Depth-Testvideo, da sind wir schon in diesem zweiten Bereich. Ja, Sie haben von der Matte gehört und jetzt beginnen Sie nach Erfahrungsberichten zu suchen. In diesem, so Hier Awareness, es gibt die Yogamatte hier. Gerade in diesem Research und Discovery Loop äh, passiert sehr viel aktive Informationsrecherche. Also Bull, sie suchen selbst nach Des berichten. Eigentlich ein ganz typisches Verhalten. Ich glaube die meisten von uns kennen das, am, am evidentesten wird das natürlich, wenn man sich anschaut, ähm, ja, mit welchen Bereichen man sich privat beschäftigt, Hobbybereich und so weiter, ganz, ganz typisch. Ich sammle Messer und natürlich besucht man da regelmäßig viele Messershops, aber ist bei Ihnen vielleicht ähnlich, nicht dazu mit Messern, aber mit Ihren Hobbys. Ähm, da kommt selten, kommt auch vor, aber kommt selten zu einem Impulskauf. Meistens beginnt man dann erstmal zu recherchieren, schaut sich Tests an und so weiter. Eben genau diese typische Customer Journey. Und wenn Sie beginnen, nach Tests und Testberichten zu suchen, ist die ganze erste Seite auf YouTube sehr, sehr schnell voll mit Influencern. Macht ja auch relativ wenig Sinn, wenn jetzt ein Unternehmen Testberichte über seine eigenen Produkte macht. Macht vielleicht ein wenig Sinn, aber ich sage mal so, in Sachen Glaubwürdigkeit sind die damit nicht sehr gut beraten. Zum Thema Glaubwürdigkeit und Effizienz von Influencer-Marketing. 50% aller Millennials sagen, dass sie Produktempfehlungen von Influencern vertrauen. Das ist die Hälfte. Ähm, sie wissen, da kommt möglicherweise auch eine äh, ja, gewisser sozialer antwort dazu. 92% aller Marketer glauben, dass Influencer-Marketing eine effiziente Form des Werbens ist. Und 35%, und das ist glaube ich eine der, der wesentlichsten Zahlen, Zahlen sind alles im Jahr 2023, geben an, dass sie bereits einmal ein Produkt aufgrund der Empfehlung eines Influencers gekauft haben. Die Unterschiede in der Struktur, aber auch in der Interaktion zwischen Mikro-, Makro und Nano-Influencern sind ganz typisch. Ähm, höchste Engagement basiert im Normal, oder anders gesagt, Je kleiner der Channel, desto höher das Engagement. Bei sehr, sehr thematisch spezifischen Communities ist es leichter, sehr viel Engagement zu bekommen. Je breiter ein Account angelegt ist, desto tendenziell niedriger die Engagementrate. Die zwei wohl oder eigentlich drei mittlerweile wichtigsten Plattformen für Influencer-Marketing-Aktivitäten sind selbstverständlich Instagram. YouTube und TikTok, was aber in keinster Weise bedeutet, dass es nicht auch auf, äh, zumindest als Randerscheinung, auf X und ganz schön viel auf, auf Facebook und auch auf anderen Plattformen solche Kampagnen gibt. Auf jeden Fall war 2022 und 2023, trotz der Popularität von YouTube, Instagram die meistgenutzte Influencer-Marketing-Plattform in den USA. Ich vermute, dass es in Europa nicht viel anders aussehen wird und das mag wohl auch damit zu tun haben, dass Instagram natürlich eine sehr hohe Affinität zu genau jenen Themen aufweist, äh, wo Unternehmen besonders gerne äh, Geld für Influencer-Kampagnen investieren. Lifestyle, Mode, Sport, Fitness und so weiter. Also kein Wunder. An Stelle 2 kommt dann natürlich gleich YouTube. <laughs> 2021, das hat Instagram damals noch selber veröffentlicht. In den Folgejahren dann nicht mehr gab es bereits 3,8 Millionen Beiträge, die mit dem äh, Hashtag #ad versehen waren. Und ähm, bei, bei im Vergleich dazu bei TikTok sind es die haben, TikTok ist ja mit den Zahlen, wie die meisten Social Networks nicht so wahnsinnig freigewig, die haben den, den Anteil an Beiträgen nicht veröffentlicht, aber immerhin sagten bereits 22% aller Marketer wiederum, äh, Entschuldigung, 45% aller Marketer im Jahr 2022 und 48% im Jahr 2023, dass sie bereits TikTok-Influencer-Kampagnen, Kooperationen genutzt haben. Das könnte sich jetzt natürlich ändern. Sie wissen ja, der äh, der Versuch der USA, TikTok entweder zum Verkauf zu zwingen oder, oder eben zu verbieten, der steht ja ein bisschen auf der Kippe. Es gibt mittlerweile seit unserem letzten Termin auch einige Klagen von Privatpersonen im Hinblick auf Meinungsfreiheit. Das wird noch recht spannend, aber dass so zumindest meine Prognose bis da eine Entscheidung fällt, wird es noch etwas länger dauern als unser Sommersemester. Auf YouTube äh, könnte man fast sagen, ist Content Marketing bzw. Influencer Marketing ein sehr starker Teil der Creator Economy. Das Modell unterscheidet sich von Instagram natürlich insofern, als sie auf Instagram nicht direkt monetarisieren, sondern sie bekommen Geld von den Werbekunden, die sie eben für Kooperationen bezahlen. Auf YouTube gibt es das genauso. Auf der anderen Seite haben sie hier auch die Möglichkeit ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Anzahl von. von äh, View Hours, Viewing Hours pro Monat ihren Channel zu monetarisieren, Anteile an der YouTube-Werbung bek zu bekommen und zusätzlich Influencer-Kampagnen anzugehen. Interessanter oder eigentlich wenig überraschend, auf YouTube ist nicht Lifestyle, Mode, Fitness auf Platz 1, sondern zumindest im Jahr 2022 waren Tanz, hätte ich eher auf TikTok äh, eingeordnet, Tanz, Musik und Gaming die Top-Kategorien. In denen es die höchsten Ad-Spendings für Influencer-Marketing gab. Typische YouTube-Micro-Influencer, also diese Kategorie, die mittlere Kategorie zwischen 100.000 und einer Million Follower, die haben hier übrigens die höchste Engagement-Rate und das hat, wie bereits erwähnt, natürlich auch mit der sehr spezifischen Ausrichtung dieser Channels zu tun. Ähm, Twitch und ähnliche Konkurrenzplattformen hin oder her. YouTube ist nach wie vor gerade im Gaming-Bereich definitiv die populärste Plattform. Wie bereits erwähnt, die Budgets wachsen, da können wir auch in den nächsten Jahren davon ausgehen. Und aus Unternehmenssicht ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Frage, mit welchem Influencer macht es Sinn zu kooperieren. Welcher Influencer ist ein passender Partner für mein Unternehmen? Dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Sie selber aktiver Social Media Nutzer, Social Media Nutzerin sind, dann gibt es da vielleicht schon Personen, die Ihnen gleich einfallen. Es haben sich in den letzten Jahren aber auch etliche Anbieter darauf spezialisiert, äh, Unternehmen mit passenden Influencerinnen zu connecten. Eine Seite, die schon relativ lange online ist in Österreich, ist das. Likeometer, also die auch für Österreich verfügbar ist, gibt es für mehrere Länder mit starkem Schwerpunkt Dachraum, können Sie gratis nutzen und Sie sehen, eh, es gibt hier mehrere Kategorien. Influencer, Promis, Marken, Medien, Sport, Politiker und Sie wählen dann eine thematische Unterkategorie. Nehmen wir hier mal Fitness, weil wir vorher bei diesem Beispiel waren. Dann könnten Sie noch das Geschlecht auswählen, sortieren nach Follower, Interaktionen, Engagement oder Wachstum der letzten 30 Tage. Und Sie können, da sind wir jetzt genau bei diesen Kategorien, Influencer auswählen, die unter 10.000 Follower haben oder über 10.000 oder eben egal. Und dann bekommen Sie hier Accounts. Ist übrigens auch ganz hilfreich, wenn Sie mal, wir kennen ja meistens die, die populären großen äh, Influencer in den Bereichen, die uns selber interessieren. Wenn man mal auf, über den Tellerrand rausschauen möchte, äh, ich zum Beispiel weiß sehr wenig über Interieur oder ähm, na, Food nicht, aber keine Ahnung, Beauty, könnte man schauen, was machen andere da so. Und da bekommen sie eben ein paar Grunddaten und können sich auch dann noch eine ausführlichere Statistik ansehen. Also wie haben sich die Follower entwickelt in den letzten Tagen. Es gibt dann auch noch Statistiken, die über Monate zurückgehen. Da müsste man sich registrieren. Die Idee ist sozusagen, und es gibt auch eine, eine äh, bezahlte Variante, wo man dann auch weitere Daten bekommt, über solche Services gleich im Vorfeld die passenden Influencer auswählen zu können. Dr. Johannes Breit, der Gründer von Storebox, übrigens das schnellstwachsende Franchise-Unternehmen Europas, hat, weil er sich selber auch, äh, weil er selber auch sehr aktiv ist auf LinkedIn, ein Ranking ins Leben gerufen, das nennt sich WhoRanks.io, können Sie hier aufrufen, mit den äh, populärsten oder erfolgreichsten österreichischen LinkedIn Influencerinnen. Nicht alle von denen arbeiten jetzt als sozusagen oder betreiben das als Businessmodell. Christian zum Beispiel ist ja auch äh, bei Vibe, schreibt sehr viel über Elektromobilität und ist auch bei äh, Vibe im Marketing, einem Anbieter von, von Elektromobilität. Das heißt, Influencer muss nicht unbedingt muss nicht unbedingt bedeuten. Dass die Personen tatsächlich Geld dafür kassieren, hier in diesem Ranking, genauso wie Willy Czernko oder sie oder der erste Bank. Ähm, der wird keine bezahlten Postings veröffentlichen, taucht aber eben hier trotzdem als Business Influencer auf, weil er auf seinem Channel eine sehr, sehr große Reichweite hat. Es gibt eine ganze Reihe solcher Services, und ähm, Hype Auditor, muss ich ganz gerne verwende, wenn, wenn äh, Kunden Accounts analysieren möchten, <laughs> hat sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur sozusagen Ihnen ein paar Grunddaten und, und relevante Influencerinnen zu liefern, sondern Sie können damit auch Accounts analysieren. Warum kann das interessant sein? Da gibt es ja ein paar, schauen wir uns mal so einen Beispiel-Account an. Aufgrund der Popularität, ich sehe, hier, das sind ein paar demografische Daten, sehen Sie dann auch die Engagementraten und so weiter, aufgrund der Popularität von Influencer Marketing, ist es natürlich ausgesprochen verführerisch. Nebenbei bemerkt Fußnote: Seit die Umfrage gibt es nur in Großbritannien, vielleicht ist das in anderen Ländern auch so. Seit etlichen Jahren ist der Top-Berufswunsch äh, junger britischer Teenager Influencer zu werden. Da gibt es natürlich äh, sehr viel Begehrlichkeiten und Manipulation ist da ausgesprochen verlockend. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder mal Ausufernde Schlammschlachten zwischen Influencerinnen, die sich gegenseitig beschuldigten, eben mit Fake-Interaktionen zu arbeiten oder eben auch Followerinnen zu kaufen. Nur weil ein Account 100.000 Follower hat, bedeutet das nicht, dass es eine aktive Community ist. Da kann auch natürlich relativ viel manipuliert werden. Und solche Services wie Hype Auditor. Versuchen eben Unternehmen, lassen sich darauf bezahlen, einen möglichst guten Überblick über die tatsächliche Relevanz eines Accounts zu geben. Und wie misst man die? Natürlich spielt die Followerzahl eine gewisse Rolle, aber wesentlich wichtiger ist hierbei die Engagementrate. Wenn Sie 100.000 Instagram-Follower haben und äh, ihr durchschnittliches Posting bekommt so zwei bis drei Likes, null bis einen Kommentare, kann man wohl davon ausgehen, dass Ihre Community nicht sehr äh, aktiv ist, beziehungsweise dass da irgendwas fischig sein könnte mit diesem Account. Ich habe bisher über Personen gesprochen. Personen, es sind natürliche Personen, wie die Juristen sagen. Also Menschen, die Social-Media-Accounts betreiben. Prominente, Social-Media-Prominente, seit... Mittlerweile, wenn man die frühen Anfänge dazu nimmt, doch einigen Jahren, aber verstärkt seit den letzten 12, 24 Monaten begegnen wir einer weiteren Kategorie von Influencerinnen, die durchaus von der Reichweite her, von den Interaktionsraten, es mit ihren menschlichen Pendants aufnehmen können. Sie ahnen bereits, von wem ich spreche, nämlich äh, Virtual Influencer. Wir verfügen mittlerweile über die AI-technische Rechenkapazität über die Möglichkeit, nicht nur Bilder, sondern eben auch Videos und konsistenten Personen zu erstellen. Ich werde in den Artikel auch verlinken. Das sind so die äh, aktuell 2024 populärsten zwölf Virtual Influencer. Mich hat das sofort erinnert an, an äh, Captain Iglo und Dr. Best. Wesentlich praktischer allerdings natürlich müssen sie da keine Schauspielerinnen bezahlen, sondern solche virtuellen Influencer sind sehr, sehr bescheiden. Die stellen nicht mal Gehaltsforderungen, abgesehen von der Rechenkapazität und dem Stromverbrauch. Und es ist deshalb ein, ähm, ja, wie soll ich es nennen, ein interessantes Mixgenre zum Beispiel für mich. Der Grund, warum ich Ihnen das kurz herzeigen wollte, da gibt es ein relativ breites Spektrum Personen, die im Aussehen, sage ich mal, ähm, sehr an echten Personen angelehnt sind. Aber auch viele, Little Michaela, mittlerweile sehr, sehr bekannt. Barbie, natürlich großen Push bekommen durch den Film. Aber hier auch Anima ein sehr manga esk angehauchter Charakter. Warum zeige ich Ihnen das? Sie sehen, das sind durchaus nicht nur, hier ist wieder ein, ein sozusagen AI-generiertes Menschenporträt. Aber das sind keineswegs nur Nuri, nur Avatare, die sozusagen echte Personen simulieren. Nunuri ist ein ganz gutes Beispiel. Ein, sehen Sie ja sofort, dass es sich um eine Computeranimation handelt. Die war, glaube ich, ich bin jetzt nicht der Modeexperte, aber zumindest unter den erfolgreichsten, ähm, kommerziell unter den erfolgreichsten Influencerinnen, unter Anführungszeichen, die Kooperationen, unter Anführungszeichen, mit großen Modelabels. Gucci, Prada und so die, die top liga hatten, dafür auch sehr viel Werbegelder kassiert haben. Warum funktioniert das? Wie ich jetzt vorhin erklärt. Der Gag oder der, der das Besondere an den Influencerinnen ist die, ist das Vertrauen, das wir denen als Personen entgegenbringen. Warum funktionieren dann virtuelle Influencer Influencerinnen so gut? Und ja, zum einen kann man deren Inhalte wirklich sehr, sehr gut an die Zielgruppe anpassen. Zum anderen spielt da auch bis zu einem gewissen Grad der Novelty-Effekt eine Rolle. Und zum Dritten, da wird es für mich kommunikationswissenschaftlich und soziologisch auch sehr spannend, ist das natürlich tatsächlich der, äh, ja, könnte man fast sagen, die, die, die Reinform einer sogenannten parasozialen Beziehung, also der Simulation einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Das ist ganz spannend und wird, denke ich, noch Stoff für viele kommunikationswissenschaftliche und soziologische Untersuchungen bieten in den nächsten Jahren. Wenn man das Ganze vergleicht, die Engagementraten, die Reichweite, die Growthraten dieser Accounts, die stehen echten, unter Anführungszeichen, Influencerinnen um nichts zurück. Aus Sicht der Betreiber ist das natürlich ein grandioses Businessmodell, wenn sie viele Follower akquirieren, da steht im Normalfall natürlich auch ein Aufwand dahinter. Natürlich kostet es auch Geld, Grafik, Designressourcen und so weiter, die Inhalte zu erstellen, aber da kann man durchaus ein Businessmodell etablieren, wo dann sozusagen die, die oder der äh, Hauptproponent nur aus Bits und Bytes besteht und wie gesagt dann auch dementsprechend sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Und glauben Sie bloß nicht, dass es sich dabei nur um ein... Nischenphänomen handelt. Es gab in den USA, in Europa möglicherweise auch, äh, ist mir aber jetzt kein konkretes Beispiel bekannt. Es gab in den USA 2024 von Ford und auch von einigen anderen Unternehmen Fernsehwerbespots, also klassisches ähm, Reichweitenmedium, in denen solche Virtual-Influencer die Rolle von Testimonials eingenommen haben. Also hier Beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz. Wir haben die Fake Testimonials aus dem Fernsehen, dann eine Phase der menschlichen Influencer und jetzt erleben wir wieder die virtuellen Influencerinnen mit. Ein, auch ein spannender Loop, wenn Sie mich fragen. Vielleicht noch abschließend, weil die zwei Beispiele auch hier sehr gut reinpassen und, und äh, recht schön zeigen, wie Influencer-Marketing auch funktionieren kann. Im Normalfall, wenn wir von Influencer-Marketing sprechen, dann meinen wir damit eben dieses beschriebene Kooperationsmodell. Channel-Betreiber, der eine populäre Community managt, regelmäßig mit Inhalten versorgt, auf der anderen Seite Unternehmen, ähm, das Geld bezahlt, damit der Influencer, die Influencerin die Produkte, das wird oft so flapsig formuliert, als in die Kamera hält oder herzeigt, natürlich geht es auch sehr stark darum, vielleicht herzeigen, reicht in der Awareness-Phase. In weiterer Folge geht es dann tatsächlich sehr stark um die intensive Beschäftigung mit diesen Produkten. Wenn Sie ähm, so typische Frauenzeitschriften hernehmen, die lese ich immer bei meiner Gattin mit. Da gibt es natürlich auch Kosmetiktests und so weiter. Die sind oft sehr, sehr kurz, cool, so nur ein paar Zeilen. Und ähm, wenn Sie vergleichen ein 15-Minuten-Testvideo auf YouTube zu einem bestimmten Lippenstift, das geht schon wesentlich mehr in die Tiefe. Sicher auch eine Stärke. Sehr wenigen Unternehmen ist es in der Vergangenheit gelungen, selbst Influencer zu werden. Ein ganz spannend, in mehrfacher Hinsicht spannendes Beispiel ist BlendTech. Der, der Kanal ist mittlerweile historisch. Es gibt keine neuen Videos mehr. BlendTech ist ein Hersteller von Standmixern. Die stehen in den meisten äh, Filialen, wo so etwas wie Eiskaffee, wie, äh, VBs oder Smoothies produziert werden. Im Gegensatz zu einem typischen Consumer-Standmixer, zeichnen sich diese Geräte in erster Linie dadurch aus, dass sie ähm, sehr lange durchlaufen können. das Smoothie-Bar ist natürlich der Mixer ständig im Betrieb. Wenn Sie einen normalen Consumer-Standmixer eine Stunde lang durchlaufen lassen, dann ähm, ja, wird sich irgendwann der Motor unter Rauch und hässlichen Geräuschen verabschieden. Also sprich ein Produkt, das eigentlich gar nicht für den Konsumermarkt gedacht ist und dementsprechend auch anders bepreist. Also die die uh, billigsten Blendtec-Geräte bekommt man so ab vier, 500 Euro. Und eine weitere Besonderheit ist, dass es dass die die uh, Glasaufsätze, also diese Glasbehälter, kann man nachkaufen, die sind sehr, sehr bruchfest, und ich mir vorstellen, hilfreich in, einer, in einem hektischen Restaurantbetrieb, aber so ein Glas kostet dann auch ein, ein paar hundert Euro. Also nicht so der typischen Consumerpreise. Das Unternehmen hat sich überlegt vor Jahren, wie können wir unsere Mixer normalen Consumern schmackhaft machen, und dieser Herr hier, und das ist wirklich ein ungewöhnliches Beispiel, er sieht zwar ein bisschen aus wie ein äh, moderner Dr. Best, aber das ist Tatsächlich der Marketingleiter des Unternehmens, der sich hier offenbar vor einer Kamera sehr, sehr wohl fühlt. Und was die gemacht haben, Sie sehen, es gibt da eine ganze Menge von Videos. Das hat begonnen zu einer Zeit, als tatsächlich noch vor sehr vielen Apple Stores lange ähm, Schlangen mit Schlafsäcken und so weiter dort waren, um die neuesten Geräte zu ergattern. Und die sind dann hergegangen, haben einen ihrer Mitarbeiter dorthin geschickt. Das war eines der ersten Videos. Da haben sich zum Beispiel ein neues iPhone geholt. Und die Videos folgen immer demselben Skript. Der Titel ist Will it blend? Sie können sich jetzt schon denken, was da passiert. Er nimmt das iPhone 6 oder später auch einen ein Sackhall massiver Metallschrauben oder alle möglichen Dinge. Und die Frage ist dann eben, will it blend? Das wird... In den Mixer geschmissen. Sie sehen, was da passiert. <laughs> ähm, diese Videos hatten teilweise millionenfache Aufrufe. Ist natürlich witzig. Es tut zumindest, wenn man Apple-Fan ist, vielleicht durchaus ein wenig weh, dazu zu sehen. Und das hat sich wirklich millionenfach verbreitet. Der Impact dieser Videos, und darauf kommt es natürlich in erster Linie an im Marketing, bestand jetzt aber nicht nur darin, dass alle Zuseher sagten, aha, lustige Videos, ork, typischerweise übrigens auch so ein Viral-Clip, den man da gerne an, an Freunde weiterschickt. Der interessante Effekt war, dass tatsächlich ein nicht unbeträchtlicher Teil von Personen, darunter auch welche in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis, sich solche Geräte gekauft haben, weil sie das eben so cool fanden. Ich persönlich bin selten in der Situation, dass ich einen Sack halt Schrauben oder, oder ein Telefon pulverisieren möchte. Vielleicht eher eine nützliche Funktion für manche Politiker, wenn man an die Chat-History denkt. Aber demonstriert natürlich sozusagen die Robustheit dieser Geräte und hat für ein so positives Image gesorgt, dass auch Personen, nebenbei bemerkt, nicht einmal die ambitionierten oder regelmäßigsten Köche sich gedacht haben, so etwas möchte ich auch. Sehr ungewöhnlicher Fall, wie gesagt, weil in dem Fall, da hat das Unternehmen den Channel auch komplett. Selbst aufgebaut, also kein klassischer Influencer, sondern ja, eigentlich ein, ein, eine Persona, so ein typischer Fake-Wissenschaftler, der aber eben tatsächlich für das Unternehmen arbeitet. Und die Videos sind auch genau in diesem klassischen Lab-Setting gehalten. Ich gibt noch ein anderes Beispiel aus der frühen Zeit des Influencings und das erwähne ich immer gerne deshalb, weil es sehr gut die Starke emotionale Involviertheit erf oder die, die starke emotionale Reaktion zeigt, die erfolgreiche Influencer bei ihrem Publikum hervorrufen können. In Japan gibt es den Begriff äh, Otaku, der lässt sich nicht besonders gut übersetzen. Man könnte vielleicht, vielleicht trifft es am ehesten noch eine Mischung aus, aus Geek und Nerd, wobei das in keinster Weise negativ besetzt ist. Das sind Personen, die sich besonders, ganz besonders für ein bestimmtes Thema interessieren. Ramen, also Nudelsuppen, sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der äh, japanischen Esskultur und es gibt in Japan einige Foodblogger, die sich komplett auf, auf Ramen spezialisiert haben. Sie finden in japanischen Städten sehr viele Ramen-Places, da sperren auch immer wieder neue auf und da gibt es eben Leute, wenn irgendwo ein neuer äh, ramen aufsperrt, dann kurven die da sofort hin. Bestellen sich die jeweilige Suppe und, und machen dann lange und euphorische Testberichte drüber. Und das funktioniert deshalb ganz gut, weil sich eben sehr viele Personen für dieses Thema interessieren. Influencer-Marketing oder überhaupt Online-Marketing ist dann natürlich viel einfacher, wenn es schon vorher ein emotionales Involvement gibt. Vielleicht ist ja die eine oder der andere von Ihnen ganz gern mal äh, scharf. In der letzten 20 Jahren früher war das tatsächlich sehr, sehr schwierig, sich in Österreich oder überhaupt in Europa Habaneros, Samen, Pulver, was auch immer zu ähm, besorgen. Mittlerweile gibt es eine sehr, sehr aktive Chili-Szene und wesentlich mehr Personen, die gerne scharf essen. In den USA, speziell in Kalifornien, das ja an Mexiko angrenzt, wo scharfes Essen durchaus eine gewisse Tradition hat. Ist das schon weit länger so? Und da spielen auch Chili-Soßen eine große Rolle. Und äh, was Sie hier sehen, ist die Homepage von Blair, ein mexikanischer Koch. Zuerst Koch in einem, in einem, äh, recht angesehenen Taco-Laden. er ist gebürtiger Mexikaner, lebt aber in Kalifornien, hat auch dort gearbeitet. Ähm, der Laden wurde dann umgebaut. Das war so, ich weiß noch in der Frühzeit des Internet und er war ein, äh, Halbes Jahr arbeitslos, wollte dann eben wieder dort weiterarbeiten und in der Zeit ist ihm so fad geworden, dass er begonnen hat, eigene chili zu machen. Und Blairs chili sind mittlerweile recht legendär. Diese Original Death Sauce war seine erste und er hat eben anscheinend wirklich im, zumindest die ersten Batches in seiner Küche, im, im großen Kochtopf da produziert und dann in kleine Glasfläschchen mit, mit einer relativ kleiner Serie von, von Labels Ausgedruckt und verkauft. Und jedenfalls hat sich das sehr schnell, zumindest in Kalifornien, rumgesprochen. Und das Interessante daran war, dass diese Soßen tatsächlich schärfer waren als alles, was bis dato am Markt verfügbar war. Das sind keine historischen Screenshots, das ist die aktuelle Seite. Sie sehen, sieht ein bisschen aus, mehr als ein bisschen aus wie ein Ausflug in die Früher in 2000er Jahre, MySpace-Zeit oder so. Also alles andere als eine hochprofessionelle Webseite. Warum zeige ich Ihnen das? Am Anfang hat Blair dann sehr positives Feedback von seinen Freunden bekommen und irgendwann ist dann jemand hergegangen, und hat äh, sich selber dabei gefilmt, diese Soßen sind im Normalfall nicht für Purkonsum gedacht, sondern eher um, um was er ich, ein paar Tropfen in ein Chili oder so reinzutun. Hat sich selber dabei gefilmt, wie er einen Löffel nimmt, einen Tropfen Soße rauf tut und das eben pur schluckt und dann sehr rot anläuft. Ähm, das fand Blair wiederum sehr amüsant. Die Person hat das Video damals auf seiner eigenen Homepage gepostet. Ich glaube, das war. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. In weiterer Folge ging es dann auf YouTube weiter. Das hat eine ziemliche Challenge ausgelöst. Der Nächste nahm dann nicht einen Tropfen, sondern einen ganzen Löffel voll. Dann folgte ein Esslöffel und das kulminierte dann irgendwann darin, dass jemand ein ganzes Fläschchen ausgetrunken hat. Blair hat das alles dokumentiert, aber wie gesagt, er war Koch und er dachte, ich kann, nicht, kann keine Webseiten programmieren hat diese Webseiten in Microsoft Word erstellt und das Microsoft Word dann als HTML exportiert und immer wenn jemand neue Videos geschickt hat, hat er das verlinkt, allerdings, das hat auch sehr sehr nett beschrieben, er wusste nicht, wie man Hyperlinks einfügt und hat einfach die Links sozusagen als Text reinkopiert und dazu geschrieben, ähm, bitte macht da Copy-Paste, also technisch alles falsch gemacht, was man überhaupt nur falsch machen kann, aber das Produkt war dermaßen interessant, dass eine Menge Leute begonnen haben darüber zu reden. Blair hatte keine durchdachte Influencer-Strategie, sondern es ist ihm mehr oder weniger einfach so passiert. Und das ist deshalb passiert, weil es diese Community mit Interesse, in dem Fall am scharfen Essen, bereits gab und weil er sie eben mit den richtigen spektakulären Inhalten versorgt hatte. Das heißt, es gibt meisten Influencer. Ich würde mal sagen, 99,9% setzen auf bestimmte existierende Interessen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, da würde ich auch durchaus Mr. Beast dazu zählen, die dann, und das hat natürlich auch mit Skalierung und Größe zu tun, so populär werden, dass sie fast so etwas wie ihre eigenen Formate beginnen zu definieren. meisten Influencer bauen ihre Kanäle zu einem Thema auf und letztendlich, ich glaube, wenn man Influencer Marketing mit einem Satz zusammenfassen müsste, dann wirst du das ganz gut treffen. Letztendlich kaufen Unternehmen, die diese Form der Werbung, diese Form des Marketing nutzen, eben nicht nur die Social Media Reichweite ein, sondern, und genau das macht Influencer Marketing so attraktiv, sie bezahlen für die Glaubwürdigkeit dieser Personen in ihrer Community. Und in der Hinsicht sollten sich natürlich auch Influencer und potenzielle Influencer gut überlegen, was sie bewerben, weil da natürlich, auch wenn etwas als Werbung gekennzeichnet ist, stellen Sie sich vor, Sie haben eine sehr, sehr fitnessaffine Community, dann bietet Ihnen der, ein besonders, ein Fastfood Hersteller, der besonders fettes und ungesundes Essen produziert, eine Kooperation an. Da muss man sich dann natürlich auch sehr, sehr gut überlegen, inwieweit so etwas überhaupt zu einer existierten Community passen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute zum Thema Influencer Marketing. Upload folgt und in wenigen Minuten werde ich auch die zweite freiwillige Übungsarbeit freischalten. Nähere Infos dazu per E-Mail. Dankeschön, schönen Donnerstag und schöne Woche noch.